Das neue iPhone 12 ist da und ein Dinosaurier-Skelett wird für 3 Millionen Euro versteigert. Damit Servus und Hallo am Mittwochvormittag, das ist Push, euer Update von KRONE TV. So schaut also das neue iPhone aus, oder? Eigentlich muss man schon sagen, die neuen iPhones. 4 Modelle stellt Apple nämlich heute in der Nacht vor. Das iPhone 12, das iPhone 12 Pro, das Pro auch in einer noch größeren Pro Max Variante und das iPhone Mini. Alle sind deutlich kantiger als die 11er Generation und alle sind jetzt auch 5G tauglich. Und wahrscheinlich die beste Nachricht für Apple Fans, die Displays halten jetzt angeblich 4-mal mehr aus. Die Reaktionen im Netz? Unterschiedlich. Viele sind enttäuscht, weil es zu wenig neue, attraktive Features gibt und weil keine Ladekabel und Kopfhörer mitgeliefert werden, angeblich aus Umweltgründen. Andere freuen sich wieder, vor allem über das schlankere, leichtere Design und vor allem über das leistungsstärkere Display. Und das klingt so, als hätte sich da jemand einen Kindheitstraum erfüllt. Ein Bieter oder eine Bieterin hat nämlich ein Dinosaurier-Skelett für über 3 Millionen Euro ersteigert. Das hat ein Auktionshaus in Paris gestern getwittert. Das 10 Meter lange und 3,5 Meter hohe Skelett von einem Allosaurus ist mehr als 150 Millionen Jahre alt. Der Schätzpreis war am Anfang der Auktion noch bei ca. 1 Million Euro. Das heißt, der Käufer hat den Preis um mehr als das Dreifache überboten. Wer der Käufer ist, ist geheim. Erst Anfang des Monats ist ein Skelett von einem Tyrannosaurus Rex unter den Hammer gekommen, zu einem absoluten Rekordpreis von mehr als 31 Millionen Dollar. Viele Experten sehen das übrigens kritisch, wenn Skelette, die eigentlich für die Wissenschaft wertvoll wären, privat versteigert werden. Die letzten drei Stars nehmen ihre Maske ab. Gestern war ja das große Finale bei The Masked Singer Austria und der Yeti gewinnt. Unter dem Kostüm die stimmgewaltige Sängerin Nadine Beiler, die überzeugt mit ihrer Version von Creep von Radiohead. Und auch die Geistergräfin ist endlich demaskiert worden. Unter dem Kostüm die Schauspielerin Nina Paul. Sie singt im Finale ihre Version von Cry Me a River von Justin Timberlake. Und die Lipizzaner Dame wird Zweite. Sie war Schlagerstar Simone Stelzer. Und ein Video habe ich noch für euch, das gerade in Asien viral geht. Ein Skater aus China fährt mit seinem Board durch die Stadt Nanjing und das in einem traditionellen chinesischen Gewand. Hanfu heißt diese Seidenrobe. Seine Millionen Fans feiern ihn, dass er Tradition und Moderne verbindet. Traditionellere Chinesen finden, ein Hanfu darf nicht zum Skaten verwendet werden. Das war Push jetzt mal am Vormittag. Wir bereiten aber schon parallel euer nächstes Update vor und sehen uns dann gleich wieder mit den aktuellsten Infos.